Er rangiert im Moment noch mit 84,38 Meter auf Platz 4. Na, jetzt liegt der Speer doch wesentlich besser. Es dauert halt ein bisschen, bis die Athleten sich eingestellt haben auf die ungünstigen Windverhältnisse. Aber was soll's, 6 Versuche hat man ja Zeit, hat man ja die Möglichkeit, die beste Weise. Beim Abwurf ist er allemal explosiv. Und ich meine, er hat sich deutlich verbessert. Ob es reicht, sich in der Rangfolge zu verbessern, das ist die Frage. Denn Pusti liegt auf Platz 2 mit 87,40 Meter und der Brite Otley liegt auf Platz 3 mit 87 Meter. Ja, 87,40 Meter.